Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Heute ist so ein Beauty Day, also es ist gerade 8.15 Uhr und ich werde jetzt zu Paula gehen, damit ich meine Wimpern machen lasse. Ich brauche wieder eine Wimpernverlängerung. Ich habe denen so 2 Wochen Pause gegönnt, das reicht hoch. Und dann treffe ich mich noch mit einer Freundin und lasse mir meine Nägel machen. Es ist wirklich übertrieben kalt draußen, also ich habe mich, glaube ich, Schicht für Schicht angezogen. Unter meiner Hose habe ich auch noch irgendeine Strumpfhose an. Ich darf die Bahn auf jeden Fall nicht verpassen, deswegen mache ich mich schnell auf den Weg und ich melde mich dann später bei euch. So Leute, ich bin jetzt auch am Hauptbahnhof. Mein Zug kommt erst so in 13 Minuten, glaube ich. Also ich habe es noch rechtzeitig geschafft. Ich fühle mich einfach so nackt im Gesicht, weil ich einfach nichts drauf habe. Ne? Hätte ich wenigstens Creme aufgetragen. So, ich bin jetzt in Gütersloh angekommen. Gleich holt mich Paula ab, die auch meine Wimpern macht. Leute, wer macht sowas, ne? Sie holt einfach ihre Kunden vom Hauptbahnhof ab. Ich bin sehr dankbar für, weil sonst muss ich noch, glaube ich, so 20 Minuten fahren. Ich bin jetzt bei Paula und meine Wimpern werden gleich wieder gemacht. Ich freue mich so sehr. Das ist voll schlimm, wenn man schon seit paar Monaten immer diese Wimpern hatte und auf einmal nicht mehr. Man fühlt sich einfach nackt im Gesicht. Hier werde ich gleich liegen. Diesmal sind meine Wimpern jetzt etwas länger, dichter, denn, ich habe es jetzt euch am Anfang nicht gesagt, aber sehr viele haben ja sowieso schon mitbekommen, dass meine Verlobung am Samstag stattfinden wird. Und sehr viele, die mir nicht auf Instagram folgen, denken jetzt, was hat sie gesagt? Morgen kommt ein extra Video noch dazu, da wo ich euch aufkläre, bevor sich hier irgendwelche Menschen ihre eigene Meinung bilden. Wartet auf das Video. Und wie gesagt, heute ist so ein Beauty-Tag bei mir. Ich habe ja jetzt meine Wimpern machen lassen, dann werde ich noch so Gesichtspflege machen, so Pflegeroutine. Und dann gibt es noch meine Nägel. Ich muss meine Nägel auch noch machen lassen. Ich dachte mir, ja, der Ring muss schön aussehen am Finger. Ich muss jetzt gerade gucken, wo die Bushaltestelle ist. Ich glaube, ich laufe falsch. I don't know. Und davor habe ich auch noch einen Steuerberatertermin. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und schaut mal, was ich hier habe. Wenn ihr schon hier Healthy is Happy lest. Natural Mojo. Die haben mir diesmal wirklich ein sehr großes Paket zugeschickt. Let's see what is in there. Natural Mojo, eine Frage. Warum macht ihr immer so viel Papierdinger hier rein? Dann haben wir immer so viel Müll wegzuschmeißen. Ich krieg Ärger von meiner Mutter. Jedes Mal. Abo, ich sehe schon, hier ist was ganz Großes. Oh, geil. Geil, ehrlich. Das mit Vanille habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber ich freue mich übertrieben. Und Leute, was ich noch erwähnen wollte, Natural Mojo und ich haben uns entschieden, dass wir ein Gewinnspiel für euch starten, weil sehr viele haben mal gefragt, ob ich mal ein paar Sachen verlosen kann. Deswegen werden wir am 21.11. ein Gewinnspiel auf Snapchat starten. Also folgt mir da gerne, falls ihr beim Gewinnspiel teilnehmen wollt, dann bekommt ihr ein Paket Natural Mojo zugeschickt. Ihr wisst, ich bin wirklich ein Fan von Natural Mojo Produkten. Das ist voll geil, ne? Wenn ihr mir so ein Paket zuschicken, ist es so, als ob es Weihnachten wäre. Und nicht zu vergessen, ich habe noch einen Code für euch. Den blende ich hier ein. Auf diese weiße Stelle, damit ihr das besser sehen könnt. Oh, geil! Fit Cappuccino. Natural Mojo bietet ja auch Tee an. Also ihr wisst ja, ich bin auch ein sehr großer Fan von Tee. Hier zum Beispiel, das heißt Red Blossom. Das alles sind wirklich nur natürliche Nährstoffe. Wie viel habt ihr mir zugeschickt diesmal? Fit Vanilla. Danke Natural Mojo auf jeden Fall. Und die weiteren Infos sind hier auf jeden Fall in der Infobox. Und wie gesagt, macht beim Gewinnspiel auf jeden Fall mit. Also ich gehe jetzt nach oben, hole meine Steuermappe. Aber davor mache ich mich ganz kurz fertig. Eigentlich ist das Wichtigste meine Augenbrauen, ne? Weil ohne meine Augenbrauen sehe ich immer so komisch aus. Ich mache das ganz kurz und dann kann ich schon losfahren. Also Paula hat meine Wimpern wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ich blende euch am besten noch ein Bild hier ein, damit ihr das besser sehen könnt, weil mit Fischauge kann man das nicht so gut erkennen. So Leute, ich bin jetzt auch wieder unterwegs. Ich war beim Steuerberater, ich habe mich da gar nicht gemeldet, ich musste Post wegbringen. Ich bin wie immer sehr, sehr pünktlich, zu früh. Seitdem die Stadt Bielefeld jetzt auch Primark hat, wir haben hier jetzt ein neues Einkaufszentrum. Jeder läuft einfach mit Primark-Tüte rum. So Leute, ich bin da mit Kate. Say hi. Hỏi lại coi là có đúng là nó đòi giày hay là mỏng. Hỏi nhiều khi nó đòi làm giày sao? Chị hỏi cho nó chắc ăn chứ. Ich bin schon fertig, ich warte noch auf Kate, aber noch kurz. Und das ist das Ergebnis. Auf jeden Fall, ich blende euch hier noch ein Video ein. Ich habe das auf Snap eben gepostet. Falls ihr euch das nicht angeschaut habt, dann könnt ihr das nochmal da sehen. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Wie ihr wisst, war ich ja seit 8:30 unterwegs und ich habe wirklich nichts gegessen. Und jetzt habe ich hier Essen gebracht. Wir gehen ja gleich in eine Shisha-Bar zu Phoenix.
und davon muss ich schnell was essen. Ich habe gehört, Shisha auf leerem Magen ist nicht gut, wisst ihr? Wir haben schöne Nägel. Ja. Wir haben so gleiche Nägel, das sieht voll gleich aus. Ich freue mich voll, ich hatte vor lang keine Nägel mehr. Beziehungsweise keine Gelnägel mehr. Ich hatte schon immer Nägel. So Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause und ich muss mich erstmal abschminken. Ich nehme euch erstmal deshalb kurz in die Küche. Küche? Ins Badezimmer. Ich mache das halt immer so, dass ich mich erst mit BB-feuchten Tüchern abschminke, damit ich erstmal komplett das ganze Make-up abmache. Und so geht es halt viel einfacher. Falls ihr Hautprobleme habt, dann niemals nur mit feuchten Tüchern, weil dann helft ihr eurer Haut damit echt nicht weiter. Ich muss jetzt auch aufpassen mit meinen Wimpern, weil da darf eigentlich nichts Flüssiges dran, also da soll auch kein Wasser dran kommen. So, jetzt mache ich am besten meine Haare zu. Was ich dann mache, ich weiß nicht, ob ihr so eine Seife kennt, das ist Garzabunne bzw. Defnesabunne. Ich gucke mal nach der genauen Beschreibung, wie die Seife ist. Auf jeden Fall, das tut meiner Haut so gut und das bekommt ihr halt auch in türkischen Märkten. So, ich habe jetzt mein Gesicht damit abgewaschen und was ich danach mache, dann benutze ich von Hello Body Coco Pure Detox Coffee Face Scrub. Das ist keine Produktplatzierung, ich benutze es wirklich so in der Woche zweimal. Damit habe ich wirklich so richtig das Gefühl, dass meine Haut gereinigt wird, wegen dieser Körnchendinger, was hier ist. So, jetzt bin ich wieder in meinem Zimmer und das, was ich jetzt tue, hier ist eigentlich so meine Maskenschublade. Ich benutze heute mal diese Maske von Garnier. Hydra Bomb Tuchmaske. Ich würde sagen, Lego. Das ist halt echt das Problem mit meinen Wimpern. Das trägt man ja über das ganze Gesicht auf. Und das ist so feucht, was nicht sein darf eigentlich. Help me. Wie soll ich meine Wimpern da durchbekommen? Das frage ich mich gerade. Das müsste jetzt irgendwie passen. Oh Gott, ich sehe echt nicht gut aus. Ich werde jetzt 15 Minuten so liegen und das Ganze dann einfach abnehmen. Oh Gott, warum ist das so schwer, eine schöne Haut zu haben? Ich habe einfach richtig Glück, was das angeht. So Leute, ich habe jetzt die Maske abgemacht und die Reste mit Wattepad entfernt. Ich fühle mich auf jeden Fall richtig fresh. Was ich euch noch sagen wollte, kurz bevor ich schlafen gehe, meine Creme, die liegt immer hier bei mir. Keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, bevor ich schlafen gehe, trage ich immer diese Creme auf. Das ist von Kaufmanns Haut und Kindercreme. Ich glaube, ich habe diese Creme schon mal gezeigt. Auf jeden Fall, diese Creme ist sowas von gut. Riecht erstmal gut und spendet so viel Feuchtigkeit. Wenn ich morgens aufstehe, habe ich echt das Gefühl, als wäre mein Gesicht wie ein Babypopo. Ungelogen, also ihr müsst die Creme wirklich mal ausprobieren. Was ich noch loswerden möchte, sehr viele mit meiner Wenigkeit dachten früher, weil ich auch so eine Mischhaut habe, beziehungsweise eine Haut, die nachölt, wir sollten nie Feuchtigkeitscreme benutzen oder sonst was. Das ist so falsch. Man sollte immer Feuchtigkeitscreme benutzen. Warum ölt unsere Haut nach? Warum bekommen wir immer so, like Disco-Kugel, diese öligen Stellen? Weil unsere Haut nicht genug Feuchtigkeit hat. Deswegen produziert unser Körper Feuchtigkeit, die unsere Haut als nötig empfindet. Wisst ihr, was ich meine? Auf jeden Fall ist es wirklich sehr, sehr wichtig, egal was für ein Hauttyp ihr habt, immer Feuchtigkeitscreme benutzen. Am besten halt vorm Schlafen gehen. Morgens könnt ihr, bevor ihr euch schminkt, halt ganz normal euer Primer oder sonst was benutzen. Auf jeden Fall, ich hoffe, der Vlog hat euch Spaß gemacht, hat euch nicht so gelangweilt. Ja, falls ihr mehr Vlogs wollt, dann gebt dem Video auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Ich verlinke euch hier zwei Videos. Falls ihr noch nicht geschaut habt, dann tut es auf jeden Fall jetzt. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, dann tut es auch jetzt. Könnt ihr hier machen. Klickt hier drauf. Und ich würde dann sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.